Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Starlight Drive-In zusammen mit Curie. Und wir werden als erstes hier. Sind wir überladen überhaupt? Ja, wir sind überladen. Wir werden als erstes für Curie einen Stand bauen. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ja, einen Stand bauen. Okay, das ist zu gefährlich hier am Auto. Das könnte explodieren. Aber es sollte schon überdacht sein. Ja. Oh. Ja, drinnen nicht, weil wir da noch arbeiten. Ja, vielleicht hier in der Sonne. Wir holen sie dann nachher vielleicht rein. Wir könnten sie auch oben absetzen, in der Chill-Zone bei uns. Ja, dann bauen wir doch erstmal hier so einen Stand für sie auf. In die Sonne so schön. Dann haben wir sie immer im Blick. Ach, ist das schön. Irgendwie war das zwar ein Versehen, dass wir sie mitgenommen haben, aber ich freue mich trotzdem. Wir können sie gar nicht zuweisen. Seit wann das denn nicht? Piper und die anderen konnten wir doch alle zuweisen. Curie ist, verhält sich anders. Ja gut. Ja, gucken wir mal. Okay. Wir haben eine riesen Einkaufstour hinter uns in der letzten Folge. Wer das gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Und ja, okay, wir müssen nicht unbedingt Essen machen jetzt. Ach nein. Schon ist es schon soweit, ja? Ja, hier unser Inventar aufräumen so ein wenig, wollten wir. Ja, so nämlich. Ach ja, die ganze Kleidung jetzt hier rein. Ja, warum nicht? Ja. Müssen wir uns nur merken, dass wir hier eben so viel Kleidung drin haben jetzt. Die wir dann später mal verkaufen, eigentlich aufräumen. Ja, das wird jetzt lange dauern, das alles auseinander zu friemeln wieder. Wir packen mal hier ordentlich was rein. Außer das Wasser, genau. Aufbereitetes Wasser haben wir doch bestimmt hier noch drin. Nein, wir waren lange nicht in der Siedlung, wahrscheinlich deswegen nicht. Und auch keine Kronenkorken. Bier für heute Abend. Curry. Lecker Bier. Ja, nur damit wir nicht die ganze Zeit überladen sind, müssen wir hier ein bisschen was abladen. Ja, das wird ja gar nicht weniger. Was haben wir denn noch so Schweres? Munition mit Sicherheit wieder.
Ja, so ein paar Mods. Ja, okay. Müssen wir uns sowieso merken, dass wir hier jetzt Zeug reingelegt haben. Oh, Brennstoff, das ist schwer. Moment mal, was ist denn immer noch so schwer bei uns? Hä? Haben wir zufällig irgendetwas? Da ist doch nichts mehr. Wir haben doch alles abgelegt jetzt. Ja, was ist denn das? Ach, das Wasser. Natürlich das Wasser. Hey. Und wie sieht es jetzt aus mit unserem Gewicht? Ja, jetzt geht es. Gut, dann... Ja, gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Vorsicht, Curry, hier ist nichts gesichert. Baustelle noch. Oh mein Gott, wir können ja oben das Bett mal ausprobieren. Ja, schlafen wir hier mal richtig. 12 Stunden. Das sollte doch erstmal reichen. Und dann werden wir weiter basteln an unserem Einkaufshaus, Einkaufscenter hier. Und ich rechne eigentlich damit, dass wir auch bald fertig sein werden damit. Jetzt haben wir genug Material. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Ja, hier eine Tür reinzusetzen, das wäre noch schön. Und das Teil, ja okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Eine Tür hier rein. Und zwar... Was ist jetzt los? Infektion breitet sich aus. Oh nein. Ja, sehr schön. Warum hat die vorhin nicht gepasst, die Tür? Weil wir unten Beton hatten. Naja, von mir aus könnte Curry da stehen bleiben am Bett. Wir müssen unsere Infektion loswerden. Moment. Wir haben doch Kräuter... Wir haben doch... Nein, Antibiotika... Antibiotika und wir haben Durst. Infektion ist aber weg. Durstig und leicht hungrig, okay. Ja, das mit dem Durst ist jetzt nicht so tragisch. Schauen wir mal lieber, was wir jetzt hier so Schönes bauen können. Was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? So, in diesem Baumenü sind wir stehen geblieben. Ja, wir haben ordentlich Stahl. Sogar mehr Stahl als Holz diesmal. Das ist gut. Ja, dann fangen wir doch da an, wo wir aufgehört haben. In der vorletzten Folge. Und zwar an dieser Ecke hier. Nur bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wie wir das hier weiterbauen. Hier ist alles zu. Das ist schön. Ach so, hier viel... Ja, okay.
Eine Tür vielleicht da noch rein? Oder hat da keine Tür reingepasst, weil er keine mehr reingepasst hat? Ja, das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal, wie das hier mit so einer Tür zum Beispiel aussieht. Nein, hier passt keine rein, weil das zu eng bebaut ist. Dann lassen wir das hier offen. Hauptsache, man kann hier mal so aufs Dach steigen. Ha, die passt aber. Naja, dann nehmen wir diese. Und ja. Ja, gut, es wird Tag. Das trifft sich ganz gut. Mal sehen. Hier sollte das auf jeden Fall noch zu... Ja, und irgendwie müssen wir hier sowieso gucken. Ach so, das sollte dann hier zu sein, so. So wie hier, meine ich. Ja, dann nehmen wir jetzt hier aber kein Glas mehr. Ganz genau. Oh. Und ja genau, das ist genau die Ecke, in der wir aufgehört haben. Genau hier sollte es auch weitergehen mit unserem Bau. Machen wir das hier mal ordentlich zu. Und hier kommt so etwas rein. Und ja, hier können wir doch gleich nochmal so ein halbes Glasteil drauf oder so etwas. Ja, das ginge ja auch. Ja, das ist etwas besser so. Und ja, hier kommt man sowieso nicht weiter. Also von daher können wir das vielleicht mal wegnehmen und das da wegnehmen. Da kommt man ja sowieso nicht durch. Und dann machen wir das doch hier erstmal zu. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Und hier könnte, finde ich, schon wieder Glas rein. Damit man so nach unten gucken kann. Hier auch. Ich glaube fast hier auch. Ja. Das finde ich so eigentlich schon ganz nett. Ja, und hier bin ich noch nicht sicher, ob wir den Betonboden hier noch rausnehmen vielleicht. Ja, obwohl, wenn man hier so hochkommt, ja, ist schon ganz gut, wenn hier so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Fläche ist, auf der man stehen kann. Ja, dann haben wir diese Ecke auf jeden Fall auch schon mal zu, das ist doch schön. Vielleicht würde hier sogar auch Glas noch gut kommen, obwohl... Ich weiß nicht. Damit man einmal darüber gucken kann, was da drüben sich so abspielt. Ja, aber genau in der Ecke oder lieber hier so? Ich bin genau für diese Ecke hier. Können wir denn weiterbauen hier? Nein, das ist genau an den Rand gesetzt alles. Das finde ich aber so eigentlich ganz gut. Dann schauen wir mal, was für Glasmöglichkeiten wir hier noch haben. Ja, so etwas... Na gut, das sieht oben jetzt wieder nicht so schön aus. Haben wir da etwas Ähnliches, Vergleichbares? Sonst müssten wir das selber zusammensetzen. Ja, so darauf läuft es wohl hinaus dann. Und ich überlege, ob wir hier vielleicht so ein zerbrochenes nehmen. Falls von aus der Seite, also aus dieser Richtung jemand angreift, nehmen wir mal so etwas hier. Da
Dann können wir da nämlich vielleicht durchschießen. Probiert haben wir es noch nicht, ausprobiert haben wir es noch nicht, aber es könnte ja sein. Und ja, packen wir hier mal so eins daneben. Dann, oder? Ja, das sieht, ja doch, das sieht aus. Das können wir so lassen. Ich finde, dieses Glas ist eigentlich über. Wäre auch nicht schlecht, wenn die Ecke hier zu wäre, aber ja gut. Diese Glaswand hier. Ja, dann sind wir doch an dieser Etage so weit. Bis hier zumindest sind wir schon mal fertig. Diese Betonteile an dieser Stelle würde ich ja ganz gerne drinnen lassen. Damit das so ein bisschen, das lockert so ein bisschen auf. Jetzt frage ich mich nur, wie wir das dann oben abgeschlossen bekommen. Also hier an der Stelle, na, gehen wir mal ein Stück hoch. Ja, wird schwierig. Aber ich meinte ja, glaube ich, dieses hier, das mit den Fenstern hier, das passt optisch gar nicht hier rein so gut. Und hier drüber ist doch unsere Chill-Ecke. Schauen wir mal, was wir hier mit den Dächern noch anrichten können. Passt hier überhaupt irgendwas drunter jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Das passt alles nicht. Da müssen wir dann also ganz anders vorgehen. Aber hier müssten wir so ein Dreieck nochmal reinbekommen. Mit Dreieck meine ich so ein Glasdreieck. Das wir hier in unserem Menü haben, dachte ich. Nein, bei den Wänden natürlich. Aber natürlich, ja, da habe ich schon was gehört. Das wird aus Glas mit Sicherheit auch hier rein. Nein, so nicht. So nicht, genau das andere, dieses hier. Aha. Oh nein. Nein, das passt hier leider nicht rein. Schade. Ja, das will oben irgendwo dann andocken. Ja, was für eine Alternative hätten wir denn hier noch? So etwas da? Oder so etwas? Nein, auch nicht. Ja, irgendwie sollten wir jetzt das hier doch zubekommen. Nur wie? Ja, das wäre aber absolut nicht das, was ich mir so gedacht hätte. Na, dieses Dreieck könnte doch so nett sein und da reinpassen. Na, so eins ungefähr. Ja, wahrscheinlich muss man den Boden dann rausnehmen und das dann da rein. Dann den Boden wieder rein, aber dann würden die Sachen, die wir da oben schon aufgebaut haben, wahrscheinlich alle wegfallen. Ja gut, so könnte man das hier schon mal ein bisschen abdichten. Ach, und hier ist ja auch alles noch offen. Haben wir das wirklich so gelassen? Aber hier könnten wir mit Glas schön was reinmachen. Ja, sowas hier passt doch bestimmt hier rein. Sehr schön. Und bauen wir hier vielleicht eine Tür rein, dann wäre das auf jeden Fall an der Stelle zu. Also wenn wir hier jetzt noch eine Tür reinsetzen... Natürlich müssten wir dann hier unten den ganzen Boden an dieser Stelle etwas vergrößern. Aber wir hätten das Gebäude dann auf jeden Fall zu. Hm.
Oder passt jetzt vielleicht ein Glasboden hier dran? So etwas. Etwas Abschließendes hier. Überhaupt nicht. Hier geht nichts mehr drunter. So nicht. Das könnte aber klappen, wenn wir vielleicht statt einer Schräge hier direkt dann dieses Teil hier einsetzen. Ja, so. Ja, das ginge auf jeden Fall. Das kann ich mir gut denken, dass das so klappt. Ja, und dann die Idee mit der Tür fand ich gar nicht mal so schlecht hier. Da brauchen wir aber die Wände, die Türwand. Hier ist sie. Ja. Und natürlich muss dann hier der Boden etwas verbessert werden. Nein, Moment. Vergrößert werden hier vor allem der Boden. Aber Böden, 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 die sind doch dann auch ganz dankbar, wenn wir die... Oder? Naja, wegen der Leiter klappt das jetzt wieder nicht so gut. Dann nehmen wir die Leiter erstmal weg. Genau, und jetzt passt der Boden auch hier rein. Und die Leiter kommt wieder hin. Moment, wo haben wir die Leiter? Hier, die kleine? Ja, so passt das. Das ist schön. Ja gut. Hier jetzt nochmal einen großen Boden hin. Oder kriegen wir sowas hier in die Mitte? Überhaupt nicht. Unter der Tür dachte ich, nein. Aber gar kein Problem. Wir nehmen, ja, so ein Gitter könnte ich mir hier sogar auch vorstellen mal. Ist das nicht ein bisschen teuer? 4 Stahl, 3 Holz? Aber es sieht nicht schlecht aus. Genau. Hier denn auch noch eins hin? Nein, 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 nein. Der Aufzug, der soll ruhig so ein bisschen alleine da stehen und nicht so an die Wand irgendwie integriert sein. Also, das finde ich schon ganz gut. Und wenn wir jetzt hier noch eine schöne Tür reinbekämen. Ah, ja, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, das sind mehr hier diese, ja, diese Fabriktüren. Also nehmen wir hier eine intakte Tür, wenn es geht. Ah, die sind beide kaputt, oder? Das ist nur einmal links rum und einmal rechts rum. Ja, die sieht mir ein bisschen ordentlicher aus noch. Von wegen links oder rechts rum. Ja, das ist doch gut so. Die geht mal nach innen auf, weil wenn man die wahrscheinlich nach außen aufmachen würde, dann wird sie höchstwahrscheinlich da immer vor die Treppe stoßen. Das wäre vielleicht auch nicht so gut. Aber ist schon gut. Ich meine, die Tür ist typisch Gewächshaus. Die sieht jetzt nicht so wirklich aus wie eine Glastür für ein Kaufhaus oder Einkaufszentrum vielmehr. Aber es ist schon in Ordnung, so wie es ist. Ja gut. Tja, das wächst auch immer mehr hier zu einem richtig guten, schönen Gebilde zusammen. Was machen wir hier? Vielleicht hier auch noch eine Tür rein? Dann hätten wir hier die Seite nämlich auch abgeschlossen und zu. Dann frage ich mich nur, ob hier die Treppe immer noch, ob das klappt. Versuchen wir das doch mal. Auch eine Glastür. Also ich finde, ja, gut. Irgendwie mag ich das mit dem Glas. Also es passt definitiv etwas rein. Ja, so eine Tür hier könnte auch... Ja gut, schön wird es natürlich nicht jetzt aussehen, aber kann ich mir auch denken. Dann würde man hier schon mal von dem Glas so ein bisschen wegkommen. Schauen wir mal erstmal, wie eine Glastür hier überhaupt an der Stelle wirken würde.
Ja, besser, oder? Ich glaube, das sieht... Die passt irgendwie... Ich weiß nicht. Probieren wir beides mal aus. Erstmal die Glastür. Okay, sie passt auf jeden Fall. Die Glastür hier. Oder, also wenn wir nochmal Abstand nehmen, so ein bisschen. Ja, ein bisschen viel Glas alles. Oder wir nehmen die mal raus und setzen hier dann so eine Wellblechtür ein. Aufgepasst, aufgepasst. Wo ist sie? Hier. Haben wir denn keine Ohren? Ja, so eine. Das sieht doch ordentlich aus. Ja, ich glaube sogar, dass mit dem Wellblech... Ja, das gefällt mir jetzt ein bisschen besser noch als die Glastür. Wir haben schon so viel Glas und ich glaube, ja, mit dem Wellblech da oben, das passt schon. Hier dann auch wieder Glas. Ich meine, die Wellblechtür, ja, die bringt's an dieser Stelle auf jeden Fall. Das sieht besser aus, ja. Dann müsste man nur noch gucken, was für eine Tür man hier einsetzt. Ja, ich bin hier weniger jetzt auch für so eine Gittertür. Ich bin hier fast schon für so eine Fabriktür. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Die Fabriktür, die bringt's hier. Das sieht besser aus. Nur welche von den beiden? Wo ist der Unterschied? Einmal links, einmal rechts, oder... Ja, der Griff sieht hier anders aus auch. Der Türgriff. Also hier haben wir... Nein, das scheint nur so. Ist okay, wir nehmen diese Tür. Okay, sie geht nach innen auf. Anders geht es ja auch nicht an dieser Stelle. Ja, das gefällt mir sehr gut hier. Doch, doch. Ja, dann geht es weiter also. Die nächste Etappe. Hier kann ich mir sogar vorstellen, dass wir das vielleicht hier ganz offen lassen. Das war zwar nicht so geplant, aber wenn wir zum Beispiel hier noch eine Tür reinsetzen, dann hätten wir hier... Ja, okay, dann müssen wir das irgendwie hier noch zubekommen. Aber das sollten wir eigentlich... Na gut, hier unten ist auch noch frei. Ja, versuchen wir mal unten das irgendwie zuzubekommen hier. Vielleicht auch mit Wellblech. Wie gesagt, wir haben schon so viel Glas. Andererseits... Ja, okay. Das wird knapp jetzt. Andererseits wird hier Glas vielleicht auch noch passen. Ja, okay. Wenn wir das so rummachen... Ja, und dann hier so eine große Wellblech... Ja, so etwas, genau. Ja, ich verstehe schon. Das Problem ist, dass wir hier eben keinen Lagerhausboden genommen haben, sondern dass wir hier Beton noch drin haben. Das dürfte das Problem sein an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt hier mal einen vernünftigen Lagerhausboden reinsetzen, dann dürfte das auch kein Problem sein, hier dieses Teil, egal wie rum, hier einzubringen. So rum wäre das super. Ja, nur nicht so weit unten. Nein, das können wir leider dann nur genau falsch rum einbringen. Schade. Ja, und wie sieht das jetzt mit den halben Kisten hier aus? Hiermit? Also das können wir... Ja, dann nehmen wir das hier vielleicht besser. Das sieht von innen etwas besser aus. Auch wenn die Teile jetzt alle gleich sind. Schade eigentlich, aber... Es sieht immer noch besser aus als das andere. Ja, ja, und von vorne auf jeden Fall, naja, besser als wenn hier die Außenwand wäre. Das hier können wir versuchen noch zu drehen. Ja, und das hier auch vielleicht. Ja, das sieht jetzt eigentlich schon wieder nicht so toll aus. Obwohl,
Ja doch, das passt. Na klar passt das. Ups, wie kommen wir hier rein? Uah, nicht runterfallen. Wir müssen das unbedingt mal alles absichern hier mit Geländern. Wow. Das ist aber mal... Oh ja, das gefällt mir. Natürlich kommen hier noch Wände oder Stützen oder sowas hin. Aber jetzt die eine Ecke haben wir schon mal fertig. Da bin ich richtig glücklich mit. Das sieht echt gut aus, finde ich. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber hier ist sonst keiner, der was sagen kann. Vielleicht nachher in den Kommentaren hört man da vielleicht oder liest man dann irgendetwas. Ah, vielleicht aber auch nicht. Also ich muss sagen, ab und zu so muss man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ich finde, mir gefällt das. Ich lobe mich ja nicht. Ich sage ja nur, dass ich das schön finde, so wie das ist. Genau. Alles ist gut, oder? Ja, ich... Doch, das gefällt mir. Oh, Moment. Diese Ecke ist ja noch offen. Ja, und oben auch. Das soll sie aber ruhig. Oder? Ja, wir haben da eine Tür, das ist zu. Dann müsste nur noch dieser Bereich hier zu gebaut werden. Oder... Also hier so einen Durchgang hinbauen. Moment, Moment. Wir müssen mal runter und das einen Gesamteindruck einsammeln von der Sache. Einmal gucken, wie das hier ausschaut von unten. Ja, ich glaube beinahe, dieses Betonteil da oben, das muss noch weg. Ja, das irgendwie, das sieht so einsam und alleine, das passt jetzt irgendwie gar nicht mehr da rein, finde ich. Da muss eine Tür rein und vielleicht eine Tür, vielleicht lassen wir das auch offen dort an der Stelle. Also das Betonteil muss definitiv weg, finde ich. Und wir sollten jetzt nicht mehr so viel Glas verbauen. Wir sollten mehr auf diese normalen Wellblechwände setzen. Davon sollten wir ein paar dahin bauen. Ja. Also das hier kommt weg. Und dann wahrscheinlich hier unten die Teile auch. Die haben wir nur aus Spargründen dorthin gestellt. Aber... Ein bisschen Plan haben wir ja doch noch. Und von daher... können wir das ruhig hier so ein bisschen nach Plan noch machen. Dem Ganzen nachgehen. Es könnte hier echt offen bleiben. Das finde ich gar nicht mal so übel. Ja. Nur noch eine Tür hier hin. Das wäre noch gut. Da haben wir hier die Glastür, da haben wir die ordentliche Tür. Da kann hier ruhig so eine etwas kaputte Tür hin. Also so etwas hier ruhig. Etwas in Mitleidenschaft gezogen hier das Ganze. Und wir setzen natürlich sofort auch eine Tür hier ein. Und auch hier glaube ich fast, dass hier diese Fabriktür am besten kommt. Ja, auf jeden Fall. Bei diesem Wellblech, da passt diese Holztür optisch gar nicht rein, finde ich. Ja, und wir nehmen die ruhig hier für Rechtshänder, die Tür. Geht auch nach innen auf. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Ist schon okay. Ja, das hier wird noch ein anderer Bereich. Wahrscheinlich können wir sogar mal irgendwann mal außenrum noch ein bisschen was bauen hier. Naja, können wir wahrscheinlich nicht, weil wir bis ganz an den Rand gebaut haben hier. Naja, dann wird es doch nicht klappen mit außenrum. So, aber dann sind wir doch schon mal einen Schritt weiter. Dann können wir uns in der nächsten Folge um diese Ecke hier noch kümmern. Dann haben wir nämlich diese Etage schon mal zu. Und wir gehen einmal nach unten. Ups.
Das war zu weit nach unten. Ja, dann darf ich mich jetzt schon ganz herzlich bedanken für euer Zusehen und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.